hier sind wir jetzt wieder in Capo Blanco, Sartore. Eine herrliche Soaring-Kante ist es hier im Südwesten von Mallorca. Und ja, entsprechend der Windrichtung Südwest bis West kann man hier starten, wenn der Wind passt. Heute passt es ganz hervorragend. Das ist eine herrliche Strecke hier entlang zu Sauron. Man sieht diese herrlichen Häuser, diese Traumhäuser. Alle natürlich mit Pools und ja, einfach traumhaft schön. Viele Schiffe liegen hier gerne, um den Sonnenuntergang zu sehen. Ganz hervorragend kann man den Sonnenuntergang gleich von hier aus sehen. Man kann in den Sonnenuntergang rein Sauron, einfach ein Traum. Ja, man startet üblicherweise von diesen Buchten hier vorne, von diesen Haltebuchten, von diesen Wendekreisen. Und dann schwingt man sich irgendwie über die Mauer. Dann geht er schon runter. Und wenn die Bedingungen gut sind, kann man anschließend auch top landen wieder. Andererseits kann man auf einem dieser unteren Wege landen. Das ist auch kein großes Problem. Ja, bei guten Tagen kann man hier ewig lange hin und her soaren. Man kann auch noch weiter hinten um die Ecke soaren. Da muss der Wind allerdings genau senkrecht auf der Küste stehen. Also eigentlich ideal. Was kann man sich wohl als geeigneten Landeplatz vorstellen, wenn man so in diesem, von da drüben hier unbedingt meint, landen zu müssen? Ist das ein geeigneter Landeplatz, ja oder nein? Nun, man kann geteilter Meinung sein. Ich habe es mal ausprobiert.